Hallo, liebe Leute der vergnüglichen, ja, Kellerhatz bzw. Selbstgeißelung. Nachdem wir durch mein unglaublich dummes Vergessen von Fackel ein paar Verluste erlitten haben, würde ich sagen, machen wir uns heute nochmal auf den Weg in Folge 10 in Darkest Dungeon. Ich will immer noch nicht den Boss angreifen, so wirklich, muss ich ehrlich sagen. Okay, die ist gar nicht okay. Was ist das denn? Activate 3 Corrupted Altars. Das klingt total spaßig. Champion Level 5. Level 3, Level 1. Level 5. Nee, Jungs, ich werde mal das ja machen. 90% der Räume erkunden, würde ich so vorschlagen. Kann auch. Okay, ich kann ja auch hier die Room Battles machen. Ich habe 100% der Room Battles, so. Nehmen wir den mal mit. Dann nehmen wir doch mal Desert Fox mit. Ah, auf der Position. Eulenspiegel auf die gleiche Position. Nee, dann lieber nicht. Eulenspiegelchen. Nehmen wir doch Reaper Man noch mit. Du bist das Tank. Der wird auch auf die dritte Position. Machen wir das so. Dark Noah noch. Noch einen, der ganz hinten stehen will. Ach, schön, die müsste es doch sein, oder? Komm. Oder kann die? Doch, die kann das. Die Heilungssachen auch von ganz hinten wirken. Kann man wahrscheinlich noch mit. Okay. Würde ich sagen, Provisionen einkaufen. So, 10, 12. Die haben wir jetzt mit Fackeln. So, jetzt 9. Na egal. Und den Rest. Eine Schaufel, weil das nervt immer hart. Da fehlt immer ziemlich viel, wenn man die Schaufel nicht dabei hat. So, würde ich sagen, geht's los. Diesmal mit Fackeln. Schlauerweise. Und nicht bloß mit Essen. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Move to this room. Ja, natürlich. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Mumified remains. Ich guck mal rein. Ah, oh, der Kranke widerstand. Sehr gut. Er wäre vergiftet worden. Scouting. Das heißt, da ist kein Room Battle drin. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann zumindest mal gucken, was da für ein Loot-Zeug steht. Ne? Fackeln. Take off. Trap 10. 10. 25. 10. Trap. Schade. Ambushed aber hat den Widerstand so ein bisschen Stress bekommen. Hier, so. Und hier ist nichts. Okay, dann also zurück. Hunger. Eat. Wir haben hier schon noch drei Räume hier Hunger, meine Jungs, ey. Was geht denn bei euch? Old tree, probably there's something inside. Oh, cool, check out. Hat's all been reloaded, okay, das ist zumindest nichts passiert. So, jetzt werden wir angegriffen. Bidum. Mit plus 2 gleichzeitig. Gut. Ich hab auch mit meinen Typen zu stressen hier. Egal. Melee Attack. Be gone, Fiend! Das war ein Tisch. Chop. Revenge. Attack Overfall. Jawoll, nächsten Tod. Dazzling Light. Aber nicht.
nicht getötet, damit das Confidence surges as the enemy crumbles. So, kein Room Battle. Nee, wenn da irgendwo ein komischer Gott oder so. Nee. Och nee, nicht die Schleimviecher. Och nein. 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 Ich hab keinen Bock. Sind diese ekelhaft, Alter. Die sind so richtig ekelhaft. Boah. Und ist noch Blutung drauf. Den mal heilen, bitte. Oh, die beiden weichen weiter aus. Executed with impunity. Das ist einer getötet. Runde 2, okay, jetzt krieg ich eine Rundenanzeige. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Stash Talums. Take on. Oh, fuck. Ich muss hier durch. Without tools of iron. You must rely on flesh and indefatigable purpose. I would keep moving. Ja, ach nee. Ja, der ist wieder, der allem Schaden macht. Das ist so hässlich. Black Grenade. Ah, beide war ich aus. Schade. Noch weniger Genauigkeit will ich eigentlich nicht haben. Ah, kann ich mich Stress halten. Sehr gut. Das finde ich gut. Der liegt einfach auf den, weil der macht ordentlich Schaden. Ah, widerstanden. Aua! Platsch! Ich bin mal Ausbildertyp hier, ey. Wahnsinn, geht doch. Er hat daneben geschossen, er hat nicht mal ausgewichen. Oh Gott. Wirf ihn das Zeug an den Kopf. Blight. Er nimmt doch alles. Er stellt sich voll hin und nimmt alles. Monster Type Unholy. Plus 15%. Ist das Unholy? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Viel, 4 bis 6. Also, hat der ein bisschen hier heilen wieder. Das stimmt vielleicht komplett. Kannst immer selbst heilen. Au! Bannerei. Eigentlich noch so weit hinten hier. Gib ihm. Oh shit. Jetzt wieder die meisten Schaden. Das ist unglaublich, Mann. Mein Dark Nova, ey, der. Der nimmt das halt, ne? Wir heilen mal alle. Ich bin noch geklatscht. Oh nein. Victory. Perhaps the turning point. Der war nice. A singular strike. Den ist noch getötet. Oh, der hat ihn getroffen. Schade. Press this advantage. Give them no quarter. Take on. Ah, trapped. Aber widerstanden. Aber kriegen tue ich dafür nichts. Schade. Scouting. Oh, ich muss auf jeden Fall bis dahinter noch, wenn ich 100% der Kämpfe machen soll. Surprised! Cool. Das heißt... Attacke! Oh Mann.
stirb doch einfach. Hier kann ich beide angreifen. Jawohl, perfekt. This expedition at least promises. Light Resistance, minus 4 Dodge. Blightscharm. Take on. Da habe ich aber einen ordentlichen Drop bekommen. Ich werde kein Tierreste durchschwibbern. Und Gräber genauso wenig bei dem Spiel, Mann. Bin ich verscheuert. So viele fucking Spinnen. Spinnen. Überall Spinnen. Und die sind so schnell und dürfen wir zuerst angreifen. Ekelhaft. Kann euch auch vergiften. Haha. Triff doch. Oh Mann. Triff doch. Dann triffst du es mit beiden. Ja. Nee, gereicht. Die braucht irgendwie Gegengift. Aber die brauche ich Gegengift. Das wäre hilfreich. Kann aber auch noch diese ganzen Leute heilen. Sehr gut, daneben, das freut mich immer sehr. So, und hier können wir erstmal die hier töten. Tja, da habe ich mir gedacht, da töten wir erstmal einen Gegner, damit wir nicht so viel Schaden kriegen. Hat nicht viel gebracht. Party Heal, gib ihm. Immer 2 bis 2, jetzt stimmt. Oh, ein 5er Crit. Schweinerei. Er ist tot. Geht doch. Endlich mal einer tot hier. Und nochmal 2 tot. Nice. Gib ihm. Und der nächste tot. Alle 4 in einer Runde hier getötet. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Pristine Fountain, a beautiful fountain that looks unaffected by the surrounding chaos. A boon at last. Irgendwas hat er gefunden. Bin nicht ganz verstanden, was? So, auf geht's zum letzten Kampf. Oh, das komme ich schon mal, das ist schön, aber links ist das ja kacke. Oh. Hopeless. Na, geil. There can be no hope in this more than no hope at all. Geil. Super, jetzt ist er richtig hoffnungslos. Und die vermehren sich jetzt schon wieder. Oh, fuck. Bibim. Ja, jetzt einer weniger. Gib den nächsten. Wieder einer weniger. Sehr gut. Das ist nur noch einer. Komm. Ich denke, wir ihm auch nochmal. Aber er ist nicht gestunt. Schade. Natürlich greife ich ihn an. Das ist ja wieder verdoppelt, Mann. Jetzt greife ich wieder an. Ja, das ist ultra hart verdoppeln. Was zum Geier. Mach ihn weg. Jawohl. Mach ihn weg. Nein! Ein HP. Mach ihn doch weg. Doch, Mann. Trifft halt nicht mal. Also ich glaube, das ist wieder. Yay. Wieder einer weniger. Nochmal auf einen reduziert. Trifft. Jawohl. As victories mount, so too will resistance. Nochmal hier. Zack. Ach du Schande. Ach du
du Schande. Nice. Erstmal einen getötet. Aber der ist ein bisschen übel. Ist sie immer noch vergiftet? What? Ah. Muss den erst nochmal heilen, sonst stirbt er nämlich demnächst. There's only one proper two way to test this. Ah, lol, what the fuck, das ist wirklich selbst behindert und voll Spasti. Blöden Pilzsporen, ey, die wir immer vergiften sollen. Mal ein bisschen buffen hier mit Schaden. Na, wird es schütteln, jetzt vergiftet. Milliliter, Damage Modification mit 40% Tage und Knockback 1. Komm, mach ich nicht. Toll. Einer weniger hier. Muss den noch heilen. Ich hab vergessen, hier beim unserem Doktor die richtigen Skills mitzunehmen. Fällt mir gerade so ein. Der Schaden ist schon ziemlich fett in der Rüstung. Aber er ist auf. Ne, ist so gut wie tot. It seems that true evil can indeed defy. Der was? Irgendwie die Guten wahrscheinlich. Quatsch, auf der Gabern. Und gestunt, sehr gut. Jetzt triff ich ihn aber auch. Jawohl. A trifling victory. Yay, und geschafft. But a victory nonetheless. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. Was hat er denn ordentlich was abgeworfen jetzt? Sogar ein paar von denen. Next. Plus 2 resolve XP. Scattering. Range minus 5% Damage. Okay, ist jetzt nicht so schlimm. Weil es Range-Attacken bei uns bei dem eh nicht. Und plus 5% Protection. Und das minus 700 Standard Resistance. Und Varence plus 20% Stress Resistance. Okay. The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. It's not level 2, surely. Die haben ja gerade mitgenommen. Schon der One Shot. So, was hat die Gambler in Town? Will only gamble. So, dann Gambling Hall. So. Nocturne, okay, da kann ich den ja hier in die Abbey schicken. Ja. Meditate mal. So, ich würde sagen, das wird dann Folge 10. Sonst läuft es erstmal. Ein paar Level 2er haben wir jetzt schon, das ist ganz gut. Wobei ich gar nicht weiß, ob Level 2 wirklich so viel bringt. Das hilft aber auf jeden Fall weiter. 9000 Gold. Wie kann ich den zum Beispiel irgendwie verbessern? Ich kann dem seinen Pistol Shot auch verbessern, beziehungsweise seinen Gape Shot verstärken. Gape Shot Blast 2. Man bekommt einen Blast dafür, okay. Ah, was kann ich denn? Oh, kann ich den herschieben. Habe ich hier so eine Stufe 2? Ja, eine Stufe 2? Ne, plus 2 Stufe 2 bis jetzt. Okay. Dann war es das erstmal bis hierhin. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Dankeschön.